Herzlich willkommen zur Softwaretechnik-Vorlesung. Heute zum Thema Vorgehensmodelle, zu Englisch auch Process Models oder eben Development Process. Das heißt, in Kurzform, es geht darum, wie entwickeln wir jetzt eigentlich die Software, was sind so die Aktivitäten, was ist eine vernünftige Reihenfolge, welche Verantwortlichkeiten sollte es geben, und das gucken wir uns heute ganz im Detail an, nämlich anhand von mehreren Vorgehensmodellen. Zunächst die Aktivitäten in der Softwareentwicklung, die haben wir uns schon vielfältig angesehen. Das heißt, wir haben in den letzten Vorlesungen schon einen guten Überblick darüber bekommen, was sind so die wichtigsten Aktivitäten im Softwareentwicklungsprozess. Und wir werden heute sehen, das sind vielleicht noch nicht alle, die es da so gibt, aber die wichtigsten Phasen haben wir jetzt schon kennengelernt und können mit denen heute schon gut arbeiten. Und ihr habt ein gutes Verständnis dafür, was in einzelnen Phasen passieren muss, aber noch nicht, wie die eigentlich zusammenspielen sollen. Welche Phasen haben wir uns schon angesehen? Wir haben uns zunächst mal angesehen, dass wir irgendwie den Kunden die Anforderungen aufnehmen müssen, sowohl die Nutzeranforderungen als auch das System modellieren und Systemanforderungen aufstellen müssen. Dann haben wir uns angesehen, wie man den Softwareentwurf macht, und zwar den Architekturentwurf, den Grobentwurf und den Feinentwurf. Die anschließenden Phasen sind dann die Implementierung des Systems, wo wir viel beachten können, viel Freiheiten auch haben, und dann letztlich das Testen. Und damit eben diese Phasen, diese Aktivitäten nicht so grundlegend weit auseinanderklaffen, wie hier eben in diesem Beispiel mit den Schaukeln, dafür sind Vorgehensmodelle da, und wir wollen einige Sachen da wieder vermeiden, die damit zusammenhängen, dass es vielleicht nicht genügend Austausch gibt oder den falschen Austausch zwischen den Phasen. Die Vorlesung gliedert sich wie sonst auch in drei Teile, und im ersten Teil möchte ich euch einen kleinen Überblick geben, warum wir das eigentlich machen mit den Vorgehensmodellen, wofür das wichtig ist, und wir gucken uns das erste Vorgehensmodell an, nämlich das Wasserfallmodell. Im zweiten Teil der Vorlesung gucken wir uns ein besonders für Deutschland interessantes Modell an, das V-Modell, was in vielen Bereichen vorgeschrieben ist. Und im letzten Teil gucken wir uns die am häufigsten eingesetzte Entwicklungsmethode derzeit an, und das ist Scrum als besondere Form der agilen Entwicklung. Im ersten Teil möchte ich also zwei Sachen mit euch durchgehen. Das eine ist überhaupt erstmal vorstellen, was sind eigentlich diese Vorgehensmodelle, ja? Was ist dieser Entwicklungsprozess und warum brauchen wir das Ganze? Und im zweiten Teil möchte ich dann euch ein bisschen vorstellen, was das Wasserfallmodell ist, was es damit auf sich hat. Und damit lernt ihr das erste Vorgehensmodell kennen, was vermutlich auch das einfachste Vorgehensmodell ist, das man sich so vorstellen kann. Ich möchte starten mit einem relativ aktuellen Beispiel. In der Pandemie ist es natürlich so, dass wir auf den Straßen Bringdienste für Essen noch irgendwie deutlich häufiger sehen als sonst schon. Und die Bestellung von Essen hat sozusagen verschiedene Aktivitäten, die irgendwie da mit reinspielen. Natürlich wollen wir das Essen zu uns nehmen, genießen. Das muss irgendwie geliefert werden, wenn wir uns eben für eine Lieferung entscheiden. Dafür muss das aber auch erstmal bestellt werden. Es muss irgendwie bezahlt werden. Wir müssen eine Auswahl treffen des Essens und wir müssen auf das Essen warten. Und was ihr jetzt vielleicht schon gemerkt habt, ist, was stimmt eigentlich mit Thomas nicht? Das ist doch die völlig falsche Reihenfolge. Genau. Die Dinge unterliegen einer gewissen Reihenfolge. Es ist klar, dass gewisse Sachen passieren müssen. Und vielleicht werden in Zukunft bestimmte Phasen gar nicht mehr notwendig sein. Ja, das Bezahlen passiert irgendwie automatisch. Vielleicht sogar die Bestellung. Ja, es gibt heute schon viele Abonnements, wo ich gar nicht jede einzelne Lieferung bestellen muss. Euch ist ganz klar, was die notwendige Reihenfolge hier sein muss. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt in Bezug auf Softwareentwicklung an. Dazu möchte ich einsteigen mit einer Umfrage, die ich Anfang des Semesters durchgeführt habe und wo ich mich bedanken möchte, dass ihr euch so zahlreich beteiligt habt. Und zwar habe ich euch da gefragt, wo ihr euch in 10 Jahren seht von jetzt. Und das ist natürlich nicht ganz leicht irgendwie zu sehen, gerade noch so relativ am Anfang vom Studium, wo man sich später sieht. Aber die Ergebnisse sind relativ interessant. Die meisten von euch glauben, dass sie später Software entwickeln werden. Das heißt,
ihr wollt programmieren oder eben zumindest in irgendeiner Form Modelle erzeugen, die dann eben in Fahrzeugen landen oder ähnliche Sachen. Ein bisschen weniger, allerdings trotzdem noch ziemlich viel von euch glauben, dass sie mit dem Testen von Software zu tun haben werden. Das ist nicht verwunderlich, weil Testen einerseits so wichtig ist, eben ähnlich wichtig wie die Entwicklung, allerdings das Testen natürlich teilweise Teil der Entwicklung ist. Ja, und jetzt muss man fairerweise sagen, dass wir das ja auch, ich habe euch das gefragt, bevor ihr irgendwie was von dem Kurs gehört habt. Und deswegen, diese Frage lässt ein bisschen offen, ob man das Testen, das reine Testen meint oder eben das Testen, was innerhalb der Entwicklung stattfindet. Und diese Unterschiede werden wir heute im zweiten Teil der Vorlesung auch genauer kennenlernen. Ein bisschen anders sieht das aus bei den anderen Fragen, die ich euch gestellt habe. Wer wird Software beauftragen? Das waren deutlich weniger. Wer wird Softwareanforderungen ermitteln? Und wer wird die Entwicklung von Software leiten? Da sind die Zahlen deutlich geringer. Aber insgesamt muss man sagen, dass die Zahlen doch noch viel zu hoch sind für alles. Ja? Also ihr könnt euch vorstellen, dass ihr sozusagen all diese Rollen irgendwie übernehmt oder drei dieser fünf Rollen vielleicht übernehmt, so im Schnitt. Aber in der Praxis ist es so, dass man häufig nur vielleicht zwei dieser Rollen, ein bis zwei Rollen hier übernimmt und sich darauf sozusagen spezialisiert. Das hängt allerdings auch ein bisschen vom Vorgehensmodell ab und da kommen wir dann noch mal etwas genauer drauf. Softwareentwicklungsprozess. Wofür ist das eigentlich alles da? Was wollen wir damit erreichen? Naja, zunächst erstmal ist die Frage, ein Softwareprojekt ist sozusagen ein zeitlich begrenzter Abschnitt, wo man irgendwie sagt, in diesem Zeitfenster möchte ich was entwickeln und da ist natürlich die Frage, wie strukturiere ich das eigentlich? Ja? Was könnten da Meilensteine sein oder was mache ich wann? Dann ist natürlich die Frage, was habe ich irgendwie für Aktivitäten, was gibt es vielleicht für Phasen, wo die erst abgeschlossen sein müssen, bevor ich mit anderen Sachen anfangen kann. Und da haben wir natürlich schon eine ganze Menge kennengelernt. Ja? Wir hatten den Begriff der Analyse und Analyse ist sowohl Anforderungsermittlung als auch Systemmodellierung. Wir hatten über den Entwurf gesprochen, wo es den Architektur- und den Grob- und den Feinentwurf gibt, den Architektur- und Softwareentwurf, über Implementierung und Test. Und wo wir jetzt noch nicht so detailliert drüber gesprochen haben, aber was euch natürlich klar ist, die Software muss auch irgendwie zum Kunden, die muss irgendwie live geschaltet werden. Und das ist oft auch nicht einfach nur, ich drücke einmal auf den Button, sondern ein Prozess, der irgendwie stattfinden muss, wo man das einführt, wo man sich überlegen muss, zu welcher Tages- und Uhrzeit führt man ein neues Software-System ein. Man möchte das vielleicht nicht irgendwie am 31. Dezember um 18 Uhr machen. Dann ist die Frage, es gibt eine ganze Reihe von weiteren Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man Software entwickelt und die ein Vorgehensmodell beantworten kann. Zum Beispiel, wie ist die Kommunikation? Ja, offensichtlich brauchen wir Kommunikation zwischen verschiedenen Leuten, damit die am gleichen Strang ziehen. Wer hat welche Verantwortlichkeiten? Man will sicher gehen, dass man auch nichts irgendwie vergessen hat, ja, dass man irgendwie dasteht und denkt, ach stimmt, wir müssen die Software auch ausliefern oder oh je, jetzt haben wir hier ein halbes Jahr entwickelt und gar nicht getestet. Man will sozusagen nichts von diesen einzelnen Phasen vergessen und deswegen gibt es Vorgehensmodelle, die einem sagen, was sind dann die einzelnen Sachen, die ich machen muss. Wir wollen möglichst auch vorhersagen können, wie das Projektergebnis werden wird. Wir wollen es irgendwie managen, kontrollieren. Ja, wir wollen eingreifen können. Wir wollen nicht erst nach so und so vielen Jahren Bauzeit feststellen, dass der Flughafen in Berlin doch nicht rechtzeitig fertig wird, sondern wir wollen es möglichst gut im Griff haben, schon frühzeitig zu reagieren, wenn wir sehen, dass irgendwo was nicht funktioniert. Und das Gleiche gibt es natürlich in der Softwarewelt auch. Ganz viele Fehlschläge, wo Software einfach viel zu spät oder mit zu geringer Qualität fertig wird. Ein wichtiger Punkt ist auch, wir wollen die Erfahrung, die die Entwickler haben, aber auch andere Beteiligte an der Softwareentwicklung, die wollen wir irgendwie austauschen, da wollen wir einen Austausch schaffen und sozusagen die Erfahrung nutzen und alle einzelnen Individuen, die in der Softwareentwicklung damit zu tun haben, die sollen möglichst gut eingebunden werden. Und dann gibt es noch einen Punkt, der sozusagen ein bisschen abhängig ist von der Software, die ich entwickeln möchte, ob ich das brauche oder nicht. Habe ich eine Software, die vielleicht ein eingebettetes System ist oder darauf laufen soll und dann eben, wo ich auch noch eine Synchronisation brauche zwischen der Hardware und der Softwareentwicklung.
Ja, das ist allerdings ein relativ weites Feld. Das trifft auf einen Router genauso zu wie auf ein Fahrzeug, in dem Software läuft, wo man eine ganz klare Kopplung hat zwischen eben der Hardware und der Softwareentwicklung. Und die Frage ist, wie synchronisiert man die eigentlich? Gut, ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen motiviert und jetzt brauchen wir so ein paar Begriffe. Die Frage ist, was ist überhaupt so ein Softwareprozess? Oder eben auch Entwicklungsprozess? A software process is a set of related activities that leads to the production of a software system. Das heißt, der Prozess ist der Weg dahin, der uns dazu führt, dass wir eben ein Software-System entwickeln, dass das Ergebnis ist dieses Prozesses. Da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die eine Rolle spielen. Hier mal die drei wichtigsten Sachen. Wir haben also Produkte, Rollen und gewisse Beziehungen. Products or deliverables are the outcomes of a process activity. Roles reflect the responsibilities of the people involved in the process. Pre- and post-conditions are the conditions that must hold before and after a process activity. Das heißt, dieser Prozess, da fällt was raus nachher, das ist das Softwareprodukt oder eben auch ein Deliverable. Wir haben irgendwelche Rollen, das sind bestimmte Personen, übernehmen Rollen in der Softwareentwicklung. Und wir haben diese einzelnen Prozessaktivitäten, die vielleicht unter bestimmten Voraussetzungen starten dürfen, oder eben man erst übergehen kann zur nächsten Aktivität. Warum brauchen wir jetzt eigentlich unterschiedliche Softwareprozesse? Warum gibt es nicht irgendwie diesen einen Prozess und den setzt man immer ein? Dazu von Ian Somerville auch ein Zitat: The process used in different companies depends on the type of software being developed, the requirements of the software customer and the skills of the people writing the software. Das sind nur mal drei Beispiele, die aufzeigen, wovon kann es abhängen, welchen Prozess wir nutzen. Das kann von der Art der Software abhängen, ja, habe ich da Hardware dabei oder nicht. Das kann davon abhängen, wie die Anforderungen aussehen, auch wie doll der Kunde involviert sein möchte in diesem Prozess. Das werden wir später noch kennenlernen, dass da durchaus Prozessmodelle gibt, wo der sehr stark involviert ist. Und wie gut ausgebildet sind eigentlich die jetzt das Ganze entwickeln sollen? Wie viele Jahre haben die schon Erfahrung damit und vielleicht sogar mit gewissen Vorgehensmodellen? Jetzt ist sozusagen ein kleiner Cut, weil das war so die allgemeine Einführung und jetzt möchte ich euch ein Vorgehensmodell vorstellen, und zwar war das tatsächlich das erste bekannte Vorgehensmodell. Und wie bei eigentlich den meisten Vorgehensmodellen ist es so, dass jemand Erfahrung mit der Softwareentwicklung in der Praxis gemacht hat und sich dann überlegt hat, wie kann er diese Erfahrung irgendwie in ein Modell gießen. Modell deshalb, weil es ist eine Abstraktion von der Wirklichkeit, da passiert irgendwas, und den Kern sozusagen zu verstehen, wann hat es gut geklappt? Und das will man natürlich möglichst irgendwie weitergeben und anderen mit an die Hand geben, dass es eben was gut war. Das Modell, da ist nicht ganz klar, aber die ersten schriftlichen Aufzeichnungen dazu werden Winston Royce zugeschrieben und 1970 gibt es sozusagen die erste Veröffentlichung dazu. Das Entscheidende ist, dass wir Phasen haben und hier, das ist ein dokumentgetriebenes Prozessmodell, insofern, dass es am Ende jeder Phase gibt es ein Dokument und dieses Dokument wird abgenommen und wenn das abgenommen wurde, dann kann ich zur nächsten Phase übergehen. Das heißt, es gibt gewisse Aktivitäten, die ich machen muss, die gucken wir uns gleich im Detail an und ich kann erst zur nächsten Aktivität übergehen, wenn es eine Unterschrift gibt unter einem Dokument, was auf einer Phase rausfällt. Wichtig dabei ist, dass die Phasen eben nicht überlappen, zumindest beim klassischen Wasserfallmodell. Es gibt so ganz viele Varianten davon und wir werden auch sehen, dass da die, oder ihr werdet sehen, wenn ihr in die Literatur guckt, dass da auch die Anzahl der Phasen deutlich variiert. Winston Royce hat das selber in der Erstveröffentlichung irgendwie mit 7 Phasen vorgestellt und das dann sogar noch auf mehr Phasen erweitert. Und wir gucken hier auf eine etwas vereinfachte Darstellungsform, die eher das Prinzip erläutern soll. Was am Anfang steht, ist die Anforderungsermittlung. Ja, das ist ganz klar. Anforderungsanalyse als der Prozess, wo wir einerseits Anforderungen sammeln, also Nutzeranforderungen, aber auch das System modellieren. Und das, was da rausfällt, ist eben Lasten- und Pflichtenheft. Und von dem aus machen wir dann unseren Grob- und Feinentwurf.
So, und was wir da sehen, ist auch schon das, wie wir es eingeführt haben bisher. Das ist so ziemlich das, wie das Wasserfallmodell auch funktioniert. Ja, ich habe so ein Lasten- und Pflichtenheft, das zusammen ist sozusagen ein, kann man als ein großes Dokument auffassen, und nur wenn das abgenommen ist, fange ich eben mit dem Entwurf an. Auch bei dem Entwurf würde man im Wasserfallmodell eben auch wieder ein großes Dokument machen, in dem eben alle Klassendiagramme und Verhaltensdiagramme und ähnliches drin zusammengeheftet sind, Komponentendiagramme. Und das würde man dann wieder als Dokument reingeben in die Implementierung. Und hier haben wir noch einen neuen Begriff, der irgendwie auftaucht, den wir uns bisher noch gar nicht so angesehen haben. Und das ist der Begriff Unit Testing, der auch im Deutschen eigentlich so benutzt wird. Es gibt auch den Begriff so Einzeltest oder Komponententest, aber da kommen wir später noch ein bisschen genauer drauf. Hier reicht jetzt erstmal zu verstehen, das, was wir mit JUnit bereits in der Testvorlesung gemacht haben und was ihr praktisch vielleicht schon ausprobiert habt, das ist im Prinzip hier gemeint. Wir haben die Implementierung und wir schreiben so kleine Tests, die das Ganze ausführen. Hier ist die Frage, was ist jetzt das Dokument? Ja, unter Umständen kann es auch sein, dass wir hier eben nur das Programm übergeben. Im Wasserfallmodell ganz strikt würde es heißen, dass es hier wirklich auch ein Übergabedokument gibt. Was muss danach eigentlich noch passieren? Also bisher hat man so das Gefühl, ja, das war es eigentlich. Ja? Also das waren so die Phasen, die wir bisher behandelt haben. Aber tatsächlich ist es so, wenn wir ein großes Software-System haben, dann haben wir da nicht nur eine Komponente, sondern jede Komponente muss irgendwie mal mit anderen zusammengeführt werden. Und wir wollen gucken, ob die auch zusammen funktionieren. Und deswegen gibt es einerseits den Begriff der Integration, dass wir eben Komponenten zusammenstöpseln, allerdings auch den Begriff Integration Testing, das ist eben, wir stöpseln sie zusammen und testen sie. Und auch den Begriff System Testing, da würden wir eben das Gesamtsystem hernehmen und das zu unseren Anforderungen testen und gucken, ob alle Anforderungen, die wir in der Systemmodellierung erstellt haben, ob die auch erfüllt werden. Und ein Punkt, den wir bisher in der Vorlesung zumindest noch nicht näher besprochen haben, ist der Betrieb der Software. Ist tatsächlich nicht so, wenn wir das jetzt einfach rausgeben und ich habe vorhin schon den Begriff Deployment, hatten wir schon, dass es dann einfach so läuft, sondern es ist natürlich so, wenn ich eine Software in der Bank einsetze, die für Kontoauszüge zuständig ist, dann muss natürlich sofort reagiert werden, wenn das irgendwie nicht funktioniert. Ja, wenn man jetzt feststellt, da sind Personen mit ihrer Karte am Automaten und das klappt nicht, da kommen irgendwelche Fehlermeldungen, da muss man das überwachen und dann möglichst schnell reagieren und dann sagen, oh, wir hatten da ein Software-Update vor 2-3 Tagen, da gibt es offensichtlich irgendwo ein Problem, wir müssen das schnell zurücksetzen oder wir müssen eben schnell das Problem beheben. Und da sind wir bei Operation und Maintenance, Wartungsarbeiten. Das ist insbesondere, dass wir so kleine Fehler da beheben. Jetzt könnte man meinen, okay, dann ist man fertig. Aber ist es tatsächlich so, dass gerade dieser Betrieb einen vielleicht dazu bringt, neue Anforderungen zu erkennen? Oder auch, dass man erkennt, oh, das beim Entwurf sollte man vielleicht irgendwas anders machen oder man sollte, Anforderungen im Entwurf sind eigentlich okay, aber bei der Implementierung muss ich irgendwas ändern oder ich muss das System vielleicht irgendwie anders konfigurieren oder die Komponenten anders zusammenstöpseln. So, und all das führt uns dazu, dass wir vielleicht irgendwie doch zurück müssen. Ja? Also ich meine, die Idee, und darum heißt das auch Wasserfallmodell, ja, das plätschert so schön darunter und das ist eine ziemlich idealisierte Vorstellung, dass wir oben so unsere Anforderungen reinkippen und unten fällt unser fertiges Produkt raus und da gibt es eine ganze Reihe von Abteilungen, die damit zu tun haben. Aber es ist ein Irrsinn zu glauben, dass man da nie wieder hochlaufen muss. Ja? Und in der Umstände müssen wir da eben mal so ein Eimer Wasser wieder hochschleppen, den Berg, und den oben wieder reinkippen. Und wir brauchen also irgendeine Form von Feedback. Und das Interessante ist, das kann jetzt nicht erst beim Betrieb auftauchen, sondern auch schon in früheren Phasen. Und da das so viele Pfeile werden, hat man sich häufig darauf geeinigt, dass man eben hier mit diesen Pfeilen andeutet, dass man unter Umständen wieder zurück muss. Aber was bleibt, ist die Erkenntnis, wenn ich jetzt beim Systemtesten feststelle, dass irgendwas nicht richtig funktioniert, dass ich ein neues Software-Design brauche, dann gehe ich eben diese 2 Stufen hoch. Aber neuer Entwurf bedeutet auch, ich muss wieder implementieren und ich muss auch beim Testen wieder starten. Das heißt, es ist relativ schwierig, jetzt Anforderungen zu ändern. Das ist sozusagen das Schwierigste, was uns passieren kann. Den Entwurf zu ändern ist nicht viel weniger schwierig, weil wir dann sozusagen durch alle unteren Phasen wieder laufen müssen.
Ihr könnt das Ganze noch mal ein bisschen nachlesen. Das sind das, was Ian Somerville über diese einzelnen Phasen schreibt, die das aber ganz gut zusammenfassen. Und hier ist auch noch mal aufgelistet, was so jeweils rausfällt. Ja, Systemspezifikation, die Architektur, das eigentliche Programm, das komplette Software-System, wo eben alle Programme oder Programmteile zusammengefügt werden und dann eben Operation und Maintenance, wo sozusagen korrigierte Programme rausfallen, wenn ich irgendwelche Sachen im Betrieb behebe. Jetzt gibt es Vor- und Nachteile, die wollen wir jetzt kurz noch ein bisschen diskutieren. Das Wasserfallmodell ist erstmal relativ einfach verständlich. Ja, das sind im Wesentlichen die Phasen, die man in der Softwareentwicklung sowieso kennen muss und ist dadurch auch relativ einfach zu managen und zu kontrollieren, dadurch, dass es eben diese Phasen gibt und wir können gucken, ja, sagen wir, für jede Phase planen wir irgendwie einen Monat ein. Und wenn wir mit der ersten Phase nach einem Monat nicht fertig sind, dann können wir einen Verzug erwarten sozusagen. Und dann müssen wir irgendwie nachsteuern und sagen, okay, setze ich jetzt doppelt so viele Entwickler drauf an. Das ist relativ ähnlich zu dem, was gerade auch in der Pandemie passiert, ja, wo man irgendwie ein paar Maßnahmen probiert. Und wenn das nicht ausreicht, dann muss man eben die Maßnahmen verschärfen. Und wenn der Effekt stark genug ist, die Zahlen zu senken, dann kann man eben da auch wieder Sachen zurücknehmen. Und genauso könnte man jetzt hier sagen, ich brauche eben mehr Manpower da drauf auf dem Projekt oder weniger. Das Wasserfallmodell ist insbesondere auch gut für die Systementwicklung, also für System Engineering. Das hatten wir so in der ersten Vorlesung ein bisschen eingeführt. Das ist sozusagen die Entsprechung für Hardware, wohingegen Software Engineering sich eigentlich mehr mit der Softwarewelt auseinandersetzt. Und wenn ich beides zusammen entwickeln muss, dann ist das Wasserfallmodell gut geeignet, weil das Wasserfallmodell ein ziemlich typisches Vorgehen ist für die Hardwareentwicklung. Auch weil bei der Hardware sozusagen relativ teuer ist, frühe Entscheidungen wieder über den Haufen zu werfen, weil eben die Produktion relativ teuer ist. Gut, was wir da auch machen können, sind so formale Methoden mit einführen. Wir werden da tatsächlich das noch in der späteren Vorlesung ein bisschen einstreuen, das Thema, und da ist die Idee, dass man tatsächlich die Anforderungen schon so aufstellt, in einer Art und Weise, dass sie mathematisch fundiert sind und dass man daran schon Sachen testen kann und gucken kann, ist das überhaupt möglich? Ja, und das würde man sozusagen immer Schritt für Schritt weiter verfeinern und würde immer mehr Informationen, mehr Detailgrad reinbringen, bis man dann nachher beim ausführbaren Code ist, aber im Idealfall ist dann keine Überraschung gibt, dass bestimmte Sachen gar nicht gehen können. Es gibt viele Einsatzbereiche dafür, hier nochmal drei Beispiele, eingebettete Systeme, eben wegen dieser Kombination aus Hardware und Software, kritische Systeme, was heißt kritisch? Es gibt verschiedene Arten von Kritikalität, Safety, Security kritisch sozusagen, wo wir eben mit Angriffen oder aber auch mit Fehler sozusagen Mensch oder Natur irgendwie beeinflussen können. Es gibt allerdings auch noch den Begriff so Mission Critical, da ist eben der Punkt, wenn das jetzt nicht funktioniert, das System oder diese Sachen auftreten, dann ist die Firma pleite. Ja, und das ist sozusagen auch ein entscheidender Punkt für sozusagen Kritikalität. Gut, und dann insbesondere für große Software-Systeme, die durch mehrere Unternehmen entwickelt werden, weil man da irgendwie für den Austausch, für die Zusammenarbeit, muss man irgendeine Form von Dokumenten und irgendwas, was ich auch tatsächlich unterschreiben und einen Vertrag gießen lässt, brauchen. Gut, aber es gibt nicht nur Vorteile, es gibt auch eine Reihe von Nachteilen und wir werden sehen, dass die anderen zwei Vorgehensmodelle das versuchen, zum Teil ein bisschen aufzugreifen. Erstmal ist es so, dass bei der Softwareentwicklung es schwierig ist zu sagen, es gibt diese Phasen und es gibt sozusagen nur einen Informationsfluss von oben nach unten, weil es natürlich so ist, dass man irgendwie den Architekturentwurf macht und sagt, ich habe jetzt diese einzelnen Komponenten in meinem System und dann stelle ich dafür wiederum Anforderungen auf. Das heißt, man braucht irgendwie so Feedback-Zyklen da drin. Wann immer man das braucht und vorher eben dieser Architekturentwurf noch nicht so klar ist, muss man eben damit irgendwie umgehen oder ein anderes Entwicklungsmodell suchen. Jegliche Form von Änderungen in früheren Phasen sind sehr schwierig zu erreichen, weil wir eben wieder alle anderen unteren Phasen durchlaufen müssen. Das heißt, was in der Praxis oft passiert, ist, dass die Probleme aus früheren Phasen, ja, wo ich einfach Anforderungen
falsch aufgenommen habe oder mir Sachen überlegt habe, die gar nicht realisierbar sind. Dafür werden Lösungen erst sehr spät gefunden und teilweise erst nach dem kompletten Softwareprojekt dann behoben. Das heißt, die werden sehr lang hinausgeschoben. Es kann auch sein, dass wir einfach eine Software erzeugen, die gar nicht so einsatzbereit ist, die dem Kunden gar nicht hilft. Die erfüllt zwar die Anforderungen, die wir da vorher, für die vorher unterschrieben wurde, aber hilft dem Kunden nicht. Dann kann es auch sein, wenn wir eben sagen, ne, also das, der Entwurf, der wird jetzt eingefroren, da machen wir nichts mehr dran. Dann kann es sein, dass wir irgendwelche Implementierungstricks bauen müssen, die uns später das erschweren, dieses System zu warten, da eben Änderungen vorzunehmen. Und letztlich, in Summe, bringen uns diese ganzen Nachteile dazu, ich muss schon ziemlich klar wissen, was meine Anforderungen sind. Wenn ich das nicht so klar machen kann, dann ist das Wasserfallmodell sicherlich nicht das Richtige für mich. Gut, im ersten Teil der Vorlesung haben wir uns also angesehen, was ist eben dieser Softwareentwicklungsprozess, was sind eben diese Vorgehensmodelle, warum brauchen wir das, was sind unsere Ziele damit. Dann haben wir uns das Wasserfallmodell angesehen, haben gesehen, was gibt es da für Phasen, was fällt aus diesen Phasen raus, was sind so typische Anwendungsbereiche, wo man das einsetzt und was sind Vor- und Nachteile. Ihr könnt das Ganze nachlesen in Ian Somervilles Buch im Kapitel 2 zu Softwareprozessen. Was könnt ihr jetzt praktisch machen? Ich glaube, dass es ganz gut ist für diese ja doch relativ trockene Vorlesung zugegebenermaßen, dass man sich damit nochmal selbst ein bisschen auseinandersetzt und wir wollen das auf eine neue Art und Weise machen, die wir im Semester noch nicht hatten. Nämlich, ihr solltet euch selber überlegen, was sind die ein, zwei wichtigsten Sachen, die ihr aus der Vorlesung mitgenommen habt. Erzeugt dazu eine Frage und schreibt die Frage in Moodle. Und damit ihr nachher nicht bloß eine Liste von unbeantworteten Fragen haben, solltet ihr selbst auch Fragen von anderen hernehmen und diese Fragen beantworten. Und da kann im Idealfall auch so ein bisschen Austausch entstehen. Vielleicht ergeben sich da aus Fragen und Antworten noch mehr Fragen oder ihr könnt euch vielleicht sogar gegenseitig korrigieren und verbessern. Und im Idealfall haben wir nachher eine lange Liste von wichtigen Fragen, die wir hier in dieser Vorlesung klären konnten. Auch das ist schon nicht nur sozusagen für euch, das nochmal zu vertiefen, sondern auch das ist schon Prüfungsvorbereitung für euch, wenn ihr euch da jetzt gegenseitig austauscht. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei und bis zum nächsten Teil.